In diesem Film zeigen wir Ihnen den Wechsel des Bilstein B4 Luftfedermoduls an der Hinterachse des Jaguar XJ Typ X350. Bei Arbeiten am Luftfedermodul ist der Zündschlüssel abzuziehen. Die im Film gezeigten Anweisungen sind zu 100% einzuhalten. Zum Umbau des Luftfedermoduls ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers erforderlich. Die Luftfedermodule nach Einbau und Leitung kontrollieren. Im ersten Schritt ist das Federbein aus der Verpackung zu entnehmen. Bitte beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung. Vor dem Ausbau des Luftfedermoduls ist die Fahrzeughöhe von der Radnabenmitte bis zur Kotflügelunterkante zu messen und zu notieren. Das Fahrzeug nur an den vorgeschriebenen Aufnahmepunkten anheben. Im nächsten Schritt wird das Fahrzeug angehoben und das Fahrwerk eingehend auf Schäden kontrolliert. Hier legen wir besonderes Augenmerk auf die Fahrwerklagerung. Nach dem Absenken des Fahrzeuges ist die gesamte Kofferraumverkleidung zu entfernen. Vorsicht bei den Kunststoffklipsen, diese müssen wieder verwendet werden. Bei Arbeiten am Druckluftsystem ist eine geeignete Schutzbrille zu tragen. Die elektrischen Steckverbindungen des Federbeins sind vorsichtig zu trennen. Die Druckluftleitung am Federbein vorsichtig lösen, bis das Geräusch ausströmender Luft wahrgenommen wird. Vorsicht! Bei der Demontage der Druckluftleitung kann Restluft entweichen. Der Leitungsanschluss ist mit einer Schutzkappe zu sichern. Die Muttern am Federbeindom lösen und entfernen. Im nächsten Schritt wird das Fahrzeug angehoben und die Räder demontiert. Die Schraube der hinteren Spurstange muss gelöst und entfernt werden. Die untere Verschraubung des Federbeins am Querlenker lösen und demontieren. Das Luftfedermodul kann nun entnommen werden. Der Sicherheitsaufkleber ist erst unmittelbar vor dem Einbau zu entfernen. Das neue Luftfedermodul einsetzen und mit der entnommenen Schraube am unteren Querlenker verschrauben. Schraube festziehen und wieder leicht lösen, dass sich die Unterlegscheibe freidreht. Die Schraube der hinteren Spurstange einsetzen und verschrauben. Achtung, diese Schraube ebenfalls nicht festziehen. Achtung, es ist eine neue selbstsichernde Mutter zu verwenden. Die neuen selbstsichernden Muttern am Federbeindom ansetzen und nach Herstellerangaben festziehen. Den elektrischen Stecker des Federbeins am Fahrzeug anschließen.
Nach dem Entfernen der Metallverschlussschraube den neuen O-Ring entnehmen und auf dem fahrzeugeigenen Druckluftanschluss montieren. Es ist darauf zu achten, den neuen O-Ring nicht zu beschädigen. Die Druckluftleitung am Luftfedermodul einsetzen und verschrauben. Anschließend das Rad montieren. Achten Sie auf das Anzugsmoment des Herstellers. Das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfeder von der Hebeeinrichtung ablassen. Das Fahrzeug darf nur bis zum Bodenkontakt abgelassen werden. Anschließend das Fahrzeug starten. Nun muss das Fahrzeug bis auf 370 mm abgelassen werden. Gemessen wird von der Radnabenmitte bis zur Kotflügelunterkante. Den Motor 2 Minuten laufen lassen. Danach das Fahrzeug bei weiterhin laufendem Motor auf 340 mm ablassen. Die Hebeeinrichtung erst vollständig ablassen, wenn sich das Fahrzeug selbstständig anhebt. Den Druckluftanschluss auf Dichtheit prüfen. Nach erfolgter Dichtigkeitsprüfung die Federdomabdeckung und die Kofferraumverkleidung montieren. Alle fahrwerkrelevanten Gummimetallverbindungen sind erst im fahrfertigen Zustand festzuziehen. Alle beim Umbau gelösten Schraubverbindungen nach Herstellerangaben mit vorgeschriebenen Drehmoment festziehen. Nach Arbeiten an Fahrwerkteilen ist grundsätzlich eine Achsvermessung durchzuführen. Drive the legend.